Gute. Mein Name ist Boris Löffert. Ich bin Fotograf und Fototrainer bei www.foto-workshops.de. Bei uns im Dorf gibt es einen Dorfladenverein und da bin ich Gründungsmitglied und wir machen eine tolle Veranstaltung im Adventsbereich immer. Das ist der Plätzchen-Contest und für diesen Plätzchen-Contest machen wir Fotos von den Plätzchen, die sozusagen in einer Blindverkostung heute Abend noch probiert werden. Das heißt, wir haben nicht lange Zeit, die Fotos zu machen. Wir machen Fotos im Dorfladen selber, weil die Plätzchen natürlich nicht ins Studio geliefert werden können. So viel Zeit haben wir nicht. Also machen wir das hier. Ihr könnt mir ein bisschen über die Schulter gucken. Ich muss natürlich ein relativ einfaches Licht setzen, damit wir viele verschiedene Plätzchen in tollen Dekorationen in der gleichen Situation fotografieren können. Also, das heißt, wir gehen mal rein und gucken mal, wie das ist. Ich habe schon ein bisschen Material reingebracht und aufgebaut und dann schauen wir mal weiter. Warum machen wir das heute überhaupt? Seit 2012 gibt es bereits den Plätzchen-Contest im Dorfladen. Zum Start der Adventszeit streiten 10 Bäckerinnen oder Bäcker um die Gunst einer ca. 30-köpfigen Jury, deren Aufgabe es ist, anhand von Geschmack, Konsistenz und Aussehen in einer Blindverkostung das jährliche Siegerplätzchen zu küren. Immer wieder gab es den Wunsch, zumindest einige der Plätzchenrezepte, nicht nur die der Siegerplätzchen, in irgendeiner Form verfügbar zu machen. Daraus entstanden ist bereits ein erstes kleines Backbuch, das es nur hier im Dorfladen zu kaufen gibt. Und ein Rezeptbuch ohne Fotos ist ja doch nur halb so schön. Deshalb versuchen wir nun seit ein paar Jahren, auch immer direkt im Vorfeld der Veranstaltung, alle Plätzchen zu fotografieren. Und wenn es wieder ausreichend viel Material für ein neues Buch gibt, steht auch eine weitere Ausgabe an. Die Plätzchen werden aus Geheimhaltungsgründen natürlich erst am Vorabend des Contests geliefert. Das bedeutet dann für mich, dass ich am Vormittag der Veranstaltung bis zu 10 verschiedene Fotos von unterschiedlichen Plätzchen anfertigen muss. Denn nachmittags muss der Veranstaltungsraum vorbereitet werden und dann können hier auch keine Bilder mehr gemacht werden. Trotzdem soll ja nicht jedes Plätzchen-Foto genau gleich aussehen. Das bedeutet, dass wir unterschiedliche Untergründe und Dekorationen verwenden müssen. Deshalb können wir beim Fotografieren nicht so ganz akkurat arbeiten, wie ich es gerne tun würde. Sondern wir brauchen zumindest ein Lichtsetting, das bei allen Fotos möglichst unverändert verwendet werden kann. In diesem Fall arbeite ich mit 2 Blitzlichtern. Ich benutze einen kleinen Studioblitz mit Normalreflektor aus der Gegenrichtung der Kamera als Hauptlicht. Dadurch bekommen wir ein Gegenlicht, das uns an den Plätzchen und der Deko eine schöne Trennung zum Untergrund erzeugt. Zusätzlich benutze ich hinter der Kamera einen Systemblitz, der indirekt über Decke und Wand eine weiche Aufhellung des Aufbaus, sozusagen eine gewisse Grundhelligkeit, erzeugt. Natürlich mache ich das hier nicht alleine. Silvi und Karen haben mitgearbeitet, sonst hätte ich das hier heute nicht geschafft, innerhalb von 3 Stunden inklusive Auf- und Abbau insgesamt 8 recht unterschiedliche Fotos zu erzeugen. Was ich damit sagen will, ist, dass oft, auch von uns Fotografen selbst, immer noch unterschätzt wird, wie viel Zeitaufwand in zumindest halbwegs ordentlichen Fotos steckt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal, damit ich noch mehr Videos für euch produzieren kann. Ansonsten wünsche ich euch erstmal eine schöne Adventszeit, backt selber einen Haufen Plätzchen und wir sehen uns beim nächsten Video.